Ja, die wollen sich immer schlafen legen, sobald ich eine Aufnahme anfange. Was ist denn hier los? Nein, du stehst jetzt auf. Okay, heute wieder Mr. Ice Switch Down Under. Also Luigi hat Spaß, indem er wieder weiter Sterne sammelt. So, muss ich mich jetzt noch ein bisschen einspielen hier, würde ich sagen. Also im Prinzip muss ich dahin. Muss ich einen anderen Weg finden? Wahrscheinlich hier lang, oder? Also hier war ich zum Beispiel ja noch gar nicht. Hier haben wir eine riesige Halle. Aber ich glaube nicht, dass das dann doch der richtige Weg ist, oder? Warte mal, kann ich mich mal ein bisschen umschauen? Ne, gehen wir mal zurück. Ich dachte eher laut Karte, dass man hier entlang kann, also rechts. Aber dann ist das ist ja, glaube ich, kein Ding. Ich glaube, wir können immer auch andere Wege gehen, zum Beispiel hier lang. Dann hier und dann darunter. Oder? Ja, sieht doch. Oh, wir rutschen, okay. Ich dachte, wir laufen ja einfach mal ganz friedlich lang. Okay, wo lande ich, wenn ich hier lang fahre? Ich bekomme einen Stern. Nicht der Stern, den ich holen sollte, aber ein Stern. Das ist schon mal interessant auf jeden Fall. Zumindest war es ja nicht so ganz erfolglos. Okay, jetzt werde ich versuchen, denselben Weg zu gehen. Allerdings irgendwie nicht unbedingt... naja. Den gleichen Weg. Okay, ich sag nicht den gleichen Weg, aber nicht den gleichen Weg, aber... Ich gebe pseudomäßig den gleichen Weg. Das heißt, erstmal hier rein, aber dann zum Beispiel hier lang. Oh. Sterbe ich hier? Ich sterbe hier, oh. Okay. Probieren wir es weiter. Also man muss anscheinend den Schildern trauen. Aber mir fällt immer noch kein Weg ein, an dieser Mauer da vorbeizukommen. Oder diesen Zaun. Diesen Drahtzaun. Moment. Der Weg war... Doch, da war ich ja letztes Mal. Wir gehen einfach nochmal hier lang. So, hier lang. So, jetzt nicht so schnell. Ich würde jetzt gerne mich ein bisschen umschauen. Also... Hier sterbe ich anscheinend nicht. Okay, stehe ich um schön. Moment, das kann mir nützlich kommen, wenn ich den hier mache. Oh, oder vielleicht... Mist. Nein. Mist. Mann. Das sind nicht die Sterne, die ich haben will. Okay. Don't trust the slight signs. Und das andere war trust. Okay, trust and don't trust. Okay, ich glaube, wir werden damit keinen Erfolg haben. Wir werden es anders lösen müssen. Wir müssen hier irgendwie durch und dahin. Ich weiß aber nicht ganz. Ich meine, da ist dieses Auge. Und es sieht nicht aus, als würde man von außerhalb da reinkommen, oder? Ich könnte jetzt naiv sein, aber eine Sache, die mir einfallen könnte, wäre vielleicht, wir nehmen diesen Riesenpilz, der hier drin ist, und rennen die Wand ein. Kann man das? Ich glaube eigentlich nicht, aber ich meine, ich sollte es nicht unversucht lassen. Hier durch so? La la la. Nein, kann man natürlich nicht. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja versuchen, ein paar von denen zu töten. Um mir ein paar Leben zu sammeln. Ja, das war jetzt ganz nett. Ach, scheiße. Das ist ja ein echt cooles Rätsel. Autsch. Danke, ihr Penner. Oh, okay, mal sehen. Also hier war ich auch noch nicht. Mal sehen, noch ein... Gitter, sag ich mal. So. Was habe ich damit betätigt? Ich habe irgendwas gedrückt. Irgendwas wird sich jetzt wohl verändert haben. Vielleicht ist es ja aufgegangen, wer weiß. Wir sehen uns das jetzt mal an. Ich muss nur lebend wieder zurück. Nein, 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 nein. Ey, komm! Der... Scheiße. Schön gebackt. Nochmal hoch, bitte. Wie betätige ich das? Muss ich runter drauf nochmal oder was? Und runter und nochmal rauf. Okay. Ich habe nämlich irgendwie die ganze Zeit die Befürchtung, sobald ich runtersteige, geht der ohne mich wieder hoch. So. Warte mal, dieser Weg, irgendwie habe ich ihn gar nicht mal realisiert bis jetzt, um ehrlich zu sein.
Ich meine, er ist auch hier mit drin. Okay. Den muss ich mir unbedingt merken. Und die Tür ist echt, da habe ich aufgegangen. Oh yeah. Jetzt muss ich nur noch das Auge ein bisschen verarschen, indem ich ein bisschen um ihn rumrenne. So, jetzt hier erreiche ich wenig. Es geht. Sofern er nicht ganz in der Kamera drin steckt. So, ich habe ihn zu Fall gebracht. Und der hinterlässt mir einen Stern. Und ich bin voll drin gespawnt schon fast. Yeah. Sehr schön. Wow, jetzt haben wir ein bisschen Cave gesehen. Grimy Mall Cavern auf jeden Fall. Die 100 Münzen Mission, die werde ich mir sehr interessant vorstellen. Ich glaube, die wird jetzt auch kommen oder so. Sammel 8 rote Münzen. Ja. Die kommt jetzt. Und das müssen wir jetzt auch schaffen. Natürlich kann man ja auch ziemlich schnell sterben. Das ist die Gefahr halt. Ja, wir versuchen mal eine coole Taktik, die ich mir ausgedacht habe, nämlich nicht sterben und stattdessen überleben und das Geld sammeln. So, das heißt, ich töte erstmal Fledermäuse hier. Alle drei am besten. So. So, okay, hier an den Wänden ist noch genug Geld. Das müssen wir auch schön mitnehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ich weiß nicht, ich würde den gefährlichsten Weg natürlich zuerst gehen, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, welcher am gefährlichsten ist. Das heißt, ich gehe hier zuerst lang, weil man kann hier runterfallen und sowas. Das ist ja voll böse. Okay, warte, der hat drei Münzen hinterlassen wahrscheinlich. Ah, da habe ich eine gesehen. Okay, ich schon weg leider. So, und wenn die neu spawnen, also nochmal neu rauskommen, geben die kein Geld mehr. Das ist immer nur der erste. So, der würde mir zum Beispiel auch wieder Geld geben. So, oh nein, oh Gott, ich habe ihn noch getötet. Ich habe gedacht, der würde mich denn in die Kante reinstoßen. So, gibt der mir Tipps zu dem Geld wahrscheinlich, oder? Ja, ja, hier ist überall Geld versteckt. Okay, also wirklich hier quer verteilt überall. Gehen wir mal runter zuerst. Oh, nicht das schon wieder. Okay, hier ist eine Münze. Nummer 2. Ich glaube, mehr wird es hier auch gar nicht geben, oder? Doch, eine noch. Aber ich bin ja auch wegen normalem Geld hier. So, die beiden töten wir mal, indem wir die ganze Zeit... Erst muss er im Visier sein und dann muss ich ihm rumrennen. Ah, okay, aber er ist noch gleichzeitig dabei gestorben. Und das sind schon mal 5 hübsche Münzen für mich. Oh, ein Gumba ist auch noch da. Das ist gut zu wissen. Können wir auch mal bei Gelegenheit umbringen. So, dankeschön. Ich meine, hier ist auch so ein Weg, aber... Guck mal, da irgendwie hin. Ich glaube, da ist der einzige Ort an diesem Level, wo ich noch nicht war. Aber für hier hätten wir schon mal alles gesehen. Haben schon 59 Münzen. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Jetzt muss ich nur hoffentlich heile zurück. So. Okay, schön sicher durch. Alles klar. Jetzt schön fernhalten von den Maulwürfen. Aber die Stelle hier, wo ich eigentlich nur einmal grob drin war und da müssen wir mal gucken, was hier so abgeht. Okay, haben wir auf jeden Fall überall Felsen. Vielleicht hat einer dieser Felsen einen Geheimweg. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man die zerschlagen kann. Ich glaube, das kann nur Wario oder ich glaube Wario mit Metallanzug. Eins von beiden war's. So, und da es hier irgendwie gar keinen Power-Up-Dings gab, also gibt es ja sowieso nicht, aber keinen hinretuschierten, dass da steht, ja, eigentlich könntest du, aber du hast den irgendwie noch nicht freigeschaltet. Weiß ich nicht, ob das wirklich die Lösung ist oder ob die einfach nur zu dekorativen Zwecken hier sind, aber ein Fun-Fact, ich kann nicht drauf. Ich kann nicht drauf. Okay. Ich werde immer wieder runter gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das Wort nennen soll, wenn man auf einmal nicht mehr da ist, einfach. Okay, der Beweis. War hier eine rote Münze noch? Oder habe ich... Ne, hier habe ich noch keine gesammelt, ne? Ich sollte auf jeden Fall hier mit zwischen immer laufen. Da ist nämlich eine. Seht ihr? Sonst noch was? Ich glaube jetzt nicht daran, dass da zwei waren. Ich glaube, laut der Karte, die wir kurz eben gesehen haben davon, wurden auch nicht zwei auf einer Stelle mal angezeigt. Das heißt, Nummer 4 ist das. So, dann können wir hier raufrennen. Okay, darüber würde mir, glaube ich, nicht so viel bringen. Klar, ich glaube, die bringen mir Geld, diese Viecher, aber ich glaube, ich kann auch noch schneller daran sterben. Das heißt, ich
habe echt so ein bisschen zu viel Schiss. Oh, vor dem Weg habe ich ja auch Schiss, ne? Was ist hier? Auch Geld und eine Münze jeweils. Gut, ganz langsam und vorsichtig. Boah, kann man echt schnell drauf gehen einfach. Gut, und zurück. Schnell. Oh Mann. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich, wäre ich diesen Weg zuerst lang gegangen. So, 6. Gut, und weiter zurück. Wenigstens kann ich mich an der Wand so entlang halten. So. Was war denn da unten nochmal? War das die Rutschbahn? Das war die Rutschbahn, ne? Ich sollte, glaube ich, nicht die Rutschbahn gehen, allein schon, weil ich von da aus hier nicht mehr zurück kann. Ich muss hier entlang. Für Nummer 7. Oder war der vielleicht da? Vielleicht war er da. Der letzte. Die letzte. Und man kann ja von da aus nicht mehr zurück. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt nochmal den Weg zurück zu dem Typen da gehen und ihn nach der letzten Münze fragen. Wo war der? Hier oben, ne? Gut, wir haben mehr 88. Also ich weiß nicht, wenn man ja einmal in dieser Sackgasse drin ist, ne, kann man ja, soweit ich weiß, nicht zurück und dann hat man ein Problem. Aber es ist nicht da, es ist irgendwie da auf der Mitte, oder was ist das? Mal schauen. Vielleicht war es ja in diesem Tor drin. Hier. Okay, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich kann da diesen Stern jetzt nicht sammeln. Ich muss jetzt noch 10 Münzen sammeln vorher. Ich weiß, da oben könnte ich welche bekommen. Ich werde trotzdem den Weg gehen. So blöd das klingt. Hier gab es auf jeden Fall nämlich Geld. Ich werde langsam versuchen, hier lang zu sliden. Ganz langsam. 98, 99 und 100 und schnell springen. Dabei. Gut. Ich kann nicht springen. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann nicht mehr springen, weil er auf dem Bauch liegt oder so. Jetzt kann ich. Gut, ich stehe. Fuck, ich muss einen zurück. Ich will nicht, dass das umsonst war, Mann. Fuck, oh nein. Habe ich es echt versaut damit? Ist das das Ende? Bitte nicht. Okay, man rutscht auch so rum. Ein langer Sprung vielleicht. Oh, ich bin da. Guck mal, wo dieser Stern ist. Er ist da, wo ich bin. Aber ich krieg ihn nicht. Wieso landet Luigi übrigens immer auf dem Bauch? Wenn er auf dem Arsch landen würde, dann könnte ich nur einen Sprung zusätzlich machen. Aber er landet nur noch auf dem Bauch auf einmal. Das hat er am Anfang nicht gemacht. Oh nein, es war alles umsonst. Da ist der Stern. Ich krieg ihn nicht. Bitte landet nicht auf deinem Bauch, Mann. Ach, Kacke. Wenn ich ja runtergehe, kann ich nicht mehr zurück, oder? Scheiße. Jetzt kriege ich sogar beide Sterne nicht. Das ist frustrierend, oder? Gut, ich kann nicht mal mehr diesen dritten Sprung hier irgendwie machen. Mist, sobald ich da drauf lande, ist echt vorbei. Oder vielleicht, wenn der mich treffen würde oder so? Nein, nein. Ach, fuck. Ich werde jetzt die gesamte Videozeit nur damit verbringen, diesen Stern zu sammeln. Ne? Also nicht zu sammeln, weil ich glaube ja nicht mal daran, dass ich ihn noch bekommen werde. Aber mit dem Versuch werde ich die Zeit verbringen. Das war... Ich habe es echt noch drauf... Ich habe mir schon gedacht, dass es passieren könnte und habe sogar noch versucht, extra schnell einen Sprung zu machen. Es hat aber nicht mehr geklappt. Er ist dann auf dem Bauch gelandet. Und damit war das Spiel vorbei für mich. Was, wenn ich auf das Schild drauf gehe hier? Nein, das bringt mir gar nichts. Wieso landet der immer auf dem Bauch? Ich verstehe das nicht. Scheiße. Man ist am Stern dran, aber kann ihn nicht einsammeln. Was ist denn das für ein Scheiß? Der... da kann man auch nicht springen, wenn man es so macht. Ey, nein. Ey, nein. Wieso musste das passieren? Bitte, 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 bitte. Nein. Ach, Kacke. Schmeiß mich ab oder so. Vielleicht kann man ja dann springen. Ich weiß es ja nicht. Ach, so ein Dreck. Ich habe alles versaut. Also ich hab's. Ja, ich gehe jetzt hier lang. Das war für nichts. Ach, dann landet man hier.
Und was sagt das Schild so? Willst du zurückgehen? Na, du kannst nicht zurück. Also hochklettern. Oh Gott, ich kann mich zurückwarpen, oder? Bitte, bitte, bitte. Oh fuck. Haut mich jetzt nicht kaputt, bitte. Nein, lass mich auf diesen scheiß Stein drauf. Bitte bring mich zum Levelanfang zurück. Oh ja. Es klappt. Scheiße, ich dachte, oh mein Gott, ich habe so Glück gehabt. Es gibt jetzt noch ein Problem, ich habe vergessen, welcher Weg das war. Aber ich glaube, laut Karte kann man ihn schnell wiederfinden. Nämlich hier runter. Gut, ich krieg eine zweite Chance. Wow. Das heißt, ich werde sogar beide Sterne einsammeln müssen. Nicht müssen, sondern dürfen. Ich werde beide sammeln dürfen, da ich mich zurückporten kann. Ich habe jetzt eigentlich im Rechnen, dass ich nur den bekomme und dann da unten zwangsweise diesen einen Stern nehmen muss, auf den man ja gar keinen Bock hat. Weil es halt keinen Rückweg gibt. Aber da man hier porten kann, was ich übrigens sehr gerne vorher gewusst hätte, bevor ich rumjaule und Angst habe, das einfach nochmal machen zu müssen, dann wäre es echt noch cooler gewesen, aber immerhin so als gar nicht. So, beide. Dankeschön. Junge, Junge, Junge. Gut. Das sitzt. Soweit ich weiß, gibt es jetzt noch eine Mission in diesem Level. Eine Mission, die machen wir im nächsten Part. Ich weiß nicht, ob man die auch direkt machen kann. Vielleicht hindert mich auch irgendwas dran. Ah, wir werden ja sehen. Also finden wir es beim nächsten Mal raus hier. Und ansonsten haben wir noch andere Level zu erkunden. Also bis dahin.